Der koreanische Autobauer Hyundai ließ seinen neuen i40 in Deutschland entwickeln und speziell auf die Bedürfnisse des europäischen Marktes ausrichten. Natürlich mit dem Ziel, sich schnellstmöglich einen festen Platz unter den etablierten Familienkombis zu sichern. Die auffällige Keilform wird durch die ansteigende Gürtellinie und dynamische Sicken unterstrichen. Die Front folgt der neuen Hyundai-Designsprache und punktet mit hübschen LED-Scheinwerfern. Und auch im Innenraum haben die Koreaner ihre Hausaufgaben gemacht. Die Sitze bieten Halt und sind langstreckentauglich. Drumherum hat man dank diverser Ablagen vielerlei Möglichkeiten, seine 7 Sachen zu verstauen. Nichts zu meckern gibt's außerdem am Fahrwerk. Es ist harmonisch abgestimmt, hin und wieder wünscht man sich vielleicht eine etwas direktere Lenkung. Der Vierzylinder-Turbodiesel des Testers leistet 136 PS und überzeugt mit seinem ruhigen Lauf und gleichzeitig flottem Durchzug. Lediglich bergauf schnauft er ein wenig. Den angegebenen Verbrauchswert haben wir übrigens im Test nicht geschafft. Wir waren aber mit den 7,2 Litern auf 100 Kilometer soweit zufrieden. Die Stopp-Start-Automatik, die beim Spritsparen helfen soll, gibt's übrigens nur in den handgeschalteten Versionen. Dafür bekommt man das Basismodell des i40 aber auch schon ab 30.900 Franken.